Digga, was ist mit dem Animation hier? Was ist denn das für ein krasses Niveau, Bruder? Digga, was für ein geiles Video ist das bitte, ja? Also, ich bin ja vollkommen gefangen in der thematischen Auseinandersetzung mit diesem ganzen Inhalt. Ey, du hast dieses Video eingeschaltet. Aber nicht nur hier gibt's coolen Content, sondern auch hier, bei Stay Zockt oder hier, beim zweitklassigen Reaktion-Kanal. Mit nicht so zweitklassigen Reaktionen, aber die hier nicht draufpassen. Und hier unten, unser Nachrichtenportal von Meinungsmacher. Da gibt's Nachrichten, einmal die Woche am Samstag. Und jetzt weiter mit dem Video. So, Chat, ihr sagt, man kann auf das Simply-Video reagieren, ne? Es muss ein 48-Stunden-Cooldown da sein. Der ist ja schon abgelaufen. Es geht eine Stunde. Griff auf den Bundestag bemüht sich die Verwaltung des Parlaments um Aufklärung. Wie kann das eigentlich sein? Hacker beschaffen sich Informationen und beeinflussen dann eine Wahl. Oh, wait a minute. Geht es um Deutschland oder geht es um die Staaten? And Mexico will pay for the... Ach so, okay. Und alle dachten, was passiert jetzt? Da könnte was kommen. Und da kommt genau das Gleiche wie in den USA. Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, war meine... Oh, Linus! ...Überraschung eher, dass die Deutschen nicht gemerkt haben. Prolog. Die Bären. Es waren einmal 5 Bären. Die lebten alle in Russland. Sie waren alle ganz unterschiedlich in den Dingen, die sie mochten und taten. Hm. Doch eine Gemeinsamkeit hatten sie. Sie hatten alle einen Arbeitsvertrag von Wladimir Putin? Sie waren alle ganz schön gefährlich. Okay. Da war der schicke Bär, elegant, gewandt und hinterlistig. Der faule Bär, der es sich gerne in den Heimen anderer bequem machte, um dort auf sie zu warten. What the fuck? Der Berserkerbär, der sich sehr für Energie in all ihren Formen interessierte und was man mit ihr anstellen kann. Der Voodoo-Bär, der eine ganze Palette an dunklen Künsten beherrschte. Und nicht zuletzt der giftige Bär, mit dem wirklich nicht zu spaßen war. Sie alle waren unerschrockene Kämpfer, gemeine Kreaturen, die die Welt in Angst und Schrecken versetzten. Holy Sch**, ist das hier schon krass. Selbst in den entferntesten Ländern kannte und fürchtete man sie. Noch eines haben all diese Bären gemeinsam. Mhm. Sie sind Metaphern, Spitznamen. Für Spezialeinheiten russischer Geheimdienste. Oh. In diesen Einheiten arbeiten Hacker, die wohl gefährlichsten der Welt. Sie haben unterschiedliche Aufgaben. Spionieren, bloßstellen, verwüsten. Sie sind nicht nur eine Bedrohung für Computer oder Netzwerke. Sie sind eine Gefahr für westliche Demokratie. Darum sagt man ja schon, dass Deutschland und die Europäische Union oder die westliche Welt schon eine ganze Weile im asymmetrischen Krieg mit Russland ist. Also es ist schon, wir sind jetzt schon eigentlich in einem Konflikt. Der wird halt nur nicht klassisch geführt. Sie sind ein Werkzeug der Destabilisierung, der psychologischen Kriegsführung, der politischen Manipulation. Sie haben es schon bis in den Bundestag geschafft. In die E-Mail-Postfächer der Abgeordneten unseres Landes. Sie haben Donald Trump in seinem Wahlkampf 2016 mit aller Macht unter die Arme gepackt. Sie reisen um die Welt im Interesse des Regimes von Wladimir Putin. Und sie spielen seit Jahren eine wichtige Rolle in Russlands brutalem Krieg gegen die Ukraine. Diese Dokumentation zeigt, wer diese Hacker sind, wie sie operieren und wie wir uns
Was für ein beeindruckendes Intro. Wahnsinn. Kapitel 1. Die E-Mail. Diese Geschichte beginnt mit diesem Strich über dem E. Und mit Claudia Heidt. Sie arbeitet damals in Berlin als Mitarbeiterin einer Abgeordneten im Bundestag. Ja, mein Büro ist unter den Linden 50. Es hört sich schön an. Vor meinem Fenster sind allerdings Birken und keine Linden. Aber es ist eigentlich ein sehr schönes Büro in der Nähe des Bundestages. Von meinem Büro aus blicke ich mitten in einen schönen Innenhof, auf den sowohl schöne Birken sind, als auch ein Kunstwerk, das eine Sonne mit einem Sonnenstrahl symbolisiert. Es ist der 8. Mai 2015. Ein warmer Freitag im Frühling. Das Wochenende steht vor der Tür. Ja, ich versuche eine E-Mail zu schreiben an... Digga, was ist mit dem Animation hier? Was ist denn das für ein krasses Niveau, Bruder? René, wir müssen zusammen einen Ausschuss vorbereiten. Ich schreibe ihm und stelle fest, ich kann das Accent d'aigu über René nicht setzen. Und da es ihm aber sehr wichtig ist, schreibe ich nicht einfach weiter, sondern versuche erstmal herauszufinden, Word schließen, öffnen, ändert sich nichts. René hat immer noch kein Accent über seinem E. Ich lasse den Computer runterfahren, wieder hochfahren. René hat immer noch kein Accent über dem E. In dem Moment brauche ich Hilfe. Der Bundestag hat eine eigene interne Service-Hotline für solche Fälle, die 117. Ich rufe an, bitte um Unterstützung. Ich bekomme den freundlichen Hinweis, ich könnte den Computer hoch und runter fahren. Mein Hinweis habe ich schon gemacht. Ich versuche darauf hinzuweisen, ich vermute, da ist ein Trojaner drauf, wenn die Tastaturbelegung ohne irgendeinen äußeren Anlass sich plötzlich verändert, muss etwas passiert sein. Ja, warte, was? Sie hat sofort die Vermutung, da ist ein Trojaner drauf? Krass, also das wäre ganz schön krass. Also wenn sie sofort die Vermutung hat, das wäre krass. Das würde mich überraschen tatsächlich. Habe ich schon gemacht. Ich versuche darauf hinzuweisen, ich vermute, da ist ein Trojaner drauf, wenn die Tastaturbelegung ohne irgendeinen äußeren Anlass sich plötzlich verändert, muss etwas passiert sein. Wurde dann beruhigt. Nein, sie können ja auch über die Sonderzeichen Accent über das E setzen. Das war der Moment, da habe ich das Gespräch einfach abgebrochen. Okay. Damals wusste ich natürlich noch nicht, wie ernst die Lage wirklich ist. Auf Claudias Computer ist tatsächlich ein Trojaner. Sie wurde gehackt. Doch nicht nur ihr Computer ist infiziert. Krass. Während sie mit der 117 telefoniert, befinden sich Hacker bereits tief in den Systemen des Bundestags. Sie arbeiten im Auftrag des russischen Militärgeheimdienstes GRU. Ach du Scheiße. Putins Bären toben sich so richtig aus. Im Netzwerk der politischen Macht in Deutschland. Das alles weiß Claudia Heidt an diesem Freitag noch nicht. Damals bin ich einfach nur genervt. Acht Tage zuvor, am 30. April 2015, haben zahlreiche Abgeordnete und ihre Mitarbeiter eine E-Mail erhalten. Oh, Spearphishing, hä? Diese E-Mail sah so aus, als würde sie von den Vereinten Nationen kommen. Von der UN. Und im Betreff stand was über die Ukraine und die Wirtschaftssituation in der Ukraine. Und das war ja damals 2015, ein Jahr nach der Annexion der Krim und sozusagen dem ersten Einmarsch Russlands in die Ukraine. Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. The Russian invasion of Ukraine. Die Situation in der Ukraine war damals schon ein sehr heißes politisches Thema. Dazu musste man auf dem Laufenden bleiben. Und wenn dann augenscheinlich die Vereinten Nationen etwas rumschicken, Claudia Heidt und viele andere klicken drauf. Und in dem Moment installiert sich eine Schadsoftware. Ganz heimlich, also man sieht das nicht, das taucht dann einfach in ihrem Computer auf und damit sind die Hacker dann auf ihrem Rechner und nicht nur auf ihrem Rechner, sie sind im Bundestagssystem. So, und jetzt schaff mal, und das ist ein Ding, und das muss man auch mal sagen, da fragt man sich jetzt, ja, aber was ist mit der IT-Sicherheit und so? Bruder, da macht keine IT was. Auf sowas kannst du dich nicht vorbereiten. Das Einzige, was du machen kannst, ist, du musst schulen. Das Problem ist der Nutzer. Wenn der Nutzer das rafft,
dann bist du safe. Weil die beste Antivirus- und Bekämpfungssoftware ist das hier. Brauchst du kein Kaspersky installieren, kein Norton, kein Avast, den ganzen Scheiß nicht. Das beste Antivirusprogramm sitzt hier. Und die wollen sich Administratorenrechte geben. Administratorenrechte bedeutet, du hast Schlüssel, um jede Tür zu öffnen. Also sie können sich dann Zugänge geben zu Bereichen, in die sie sonst nicht reinkommen würden. Und das schaffen sie. Und so durchdringen sie quasi das gesamte IT-System des Bundestages. Ich habe tatsächlich letztens erst eine Antivirus-Placements-Angebot bekommen und habe gesagt, hä, wofür? Digga, wer installiert sich denn heutzutage noch eine Software dazu? Machst den Windows Bitdefender an und damit ist der Drops gelutscht. Es war ein sehr smarter Angriff. Die gehen dann von einem Computer zum nächsten und schauen sich an, wo sind vielleicht interessante Sachen auf dem Rechner und in den E-Mails. Und sie dringen auch vor auf zwei Computer in einem Bundestagsbüro der CDU. Und das ist ein ganz besonderes Büro. Im Abgeordnetenbüro von Angela Merkel. Oh. Florian Flade und Hakan Tanreverde sind Investigativjournalisten. Sie haben einen Podcast zu diesem Vorfall produziert. Der Mann in Merkels Rechner. Beide beschäftigen sich seit etlichen Jahren mit Cybersecurity. Der Bundestagshack ist einer der schwerwiegendsten Cyberangriffe in der Geschichte dieses Landes. Nach dem Hackerangriff auf den Bundestag. Es ist wirklich ein Super-GAU. Er wird harte Konsequenzen nach sich ziehen. Eine internationale Spurensuche und schließlich bis dahin undenkbare Haftbefehle. Aber im Bundestag selbst bemerkt man ihn ziemlich lange überhaupt nicht. Zurück zu Claudias Telefonat mit der 117 am Freitagnachmittag. Krass. In meiner Verzweiflung über das erste Gespräch mache ich jetzt das, was ich sonst auch immer mache bei Hotlines. Ich rufe einfach nochmal an und hoffe, ich finde ein Gespräch. Einen anderen Mitarbeiter. Partner. Der ein bisschen mehr versteht, worin das Problem liegt. Der zweiten Person sage ich Klassiker, Digga. Dann meinen Verdacht. Ja. Ich glaube, es ist ein Trojaner hier drauf. Und diese Person hat das aber überhaupt nicht ernst genommen. Ja. Ich war sauer und dann war es aber auch so, dass ich dann beschlossen habe, okay, wenn Freitagnachmittag alle Feierabend machen, ich will so nicht weiterarbeiten mit diesem Rechner. Ich fahre den runter und gehe nach Hause. Sicher. Ja. Richtige Entscheidung. Man muss aber auch sagen, ich glaube, das ist im klassischen First-Level-Support. Diese IT-Mitarbeiter haben den ganzen Tag mit Problemen zu tun, von denen man sagen kann, dass sie die total abstumpfen. Also da ist nichts mit von wegen, da hast du irgendwie, ich habe Verständnis dafür, dass sie die nicht ernst genommen haben. Also wirklich, ja, mein Drucker geht nicht. Irgendwie ist meine Maus so langsam. Meine Maus geht nicht. Boah, Alter, meine Taste ist kaputt. Weißt du, da ist so, da denkst du an viele Dinge, aber nicht an einen Trojaner. Wirklich nicht an einen Trojaner. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass das was anderes ist, also um Vielfaches höher. Einrastfunktion ist an, Tastatur ist nicht angeschlossen, Rechner hat sich aufgehangen. Das gibt so viele Möglichkeiten. Das Wochenende verstreicht. Am Montagmorgen loggt sich ein IT-Mitarbeiter remote auf Claudias PC ein. Er installiert Word neu. Das bringt natürlich nichts. Montagnachmittag kommt endlich ein Mitarbeiter persönlich vorbei. Der Mitarbeiter bringt Claudia einen neuen Rechner und zieht leider alle alten Daten auf die neue Maschine. Bringt wieder nichts. Inklusive der Schadsoftware. So erinnert sich zumindest Claudia. Mittlerweile sind die Hacker seit mindestens 2 Wochen im System. Und noch immer ahnt fast niemand, dass es sich um einen Hack handeln könnte. Während in Berlin ein PC-Ausfall noch als kleine IT-Panne behandelt wird, fällt einer Sicherheitsfirma in Großbritannien etwas auf. Sie beobachtet seit einer ganzen Weile einen verdächtigen Server im Ausland. Von dem aus werden immer wieder Hackerangriffe gesteuert. Und dieser Server steht jetzt in Kontakt zu Servern des Bundestags. Der Verfassungsschutz gibt die Warnung einen Tag später an die Geheimschutzstelle des Bundestags und das BSI in Bonn weiter. Die deutsche Bürokratie macht ihr Ding und es dauert nur sportliche 3 Tage, bis die Warnung ankommt. Dann fällt der Groschen und das BSI schickt umgehend ein Spezialteam nach Berlin.
Und deren Job ist es, durch die, das nennt sich Logs, zu gehen. Logs sind automatische Aktivitätenprotokolle, die Computer und Netzwerke in der Regel anfertigen. Hm. Wer was wann gemacht hat, welches Programm wie ausgeführt wird, solche Sachen. Und dann schauen die, können wir anhand dieser protokollierten Daten sehen, A, ist es wirklich ein größerer Vorfall? B, wenn ja, was hatten die Hacker vor? C, sind sie noch in den Netzwerken, ja oder nein? A, yes, auf jeden Fall. B, nicht ganz klar, aber augenscheinlich klauen sie Daten. C, oh ja, ganz tief drin. Das Spezialteam des BSI zieht umgehend Konsequenzen und fährt das gesamte Netzwerk herunter. Und das wirkt ein bisschen so, als hätte man da einfach den Stecker gezogen. Und dann fuhr auch schon der Computer wie mit Geisterhand runter. Ich habe so das Gefühl, gleich geht auch noch das Licht aus. Mhm. Alles remote. Am gleichen Tag berichtet der Spiegel als erstes Medium über den Cyberangriff. Viele Politiker erfahren aus der Presse von diesem Angriff. Ab jetzt ist die Hölle los. Die Abgeordneten sind sauer. Niemand kann normal arbeiten, E-Mails beantworten oder Berichte lesen. Das ist so ein Moment, wo man total verzweifelt. Ich weiß nicht, was los ist, niemand redet mit mir. Normalerweise könnte man meinen, okay, du weißt, dass da Hacker drin sind, was ist das Problem, schmeiß sie raus, alles gut. So läuft es aber überhaupt nicht. Das IT-Netzwerk ist riesig und schwer zu überblicken. Stück für Stück kämpft sich das BSI-Team vorwärts, versucht zu verhindern, dass Daten geklaut werden und bringt das Netz unter ihre Kontrolle. Es dauert Wochen, das ganze System zu reinigen. Währenddessen können Abgeordnete und ihre Mitarbeiter die IT nur in Teilen nutzen. Über allem schwebt die Angst, dass die Hacker sich gerade durch die eigenen Postfächer wühlen, vielleicht mitlesen. Vieles wird in der Not nur auf Papier festgehalten. Interessant, also sehr, sehr interessant. Die Frage ist ja, das wird ja ein fertiges, ist das ein fertiges Produkt, wenn es reingelassen wurde? Ist das ja autark und wird wahrscheinlich einfach nach gewissen Rahmenbedingungen Informationen suchen und die dann halt weiterschicken. Ich glaube, dass die das nachträglich ändern, ist relativ unwahrscheinlich. I don't know, aber super interessant. Die IT-Sicherheit des Bundestages ist damals offensichtlich völlig überfordert und wird in der Öffentlichkeit harsch kritisiert. Ja. Es ist wirklich ein Super-GAU und wir müssen mehr tun zur Erhöhung unserer IT-Sicherheit. Ja. Ehrlich gesagt fühlt man sich ganz schön beschissen, wenn man nicht weiß, was tatsächlich jetzt hier in diesem Netzwerk passiert, wer Zugriff hat, welche Daten abgeschöpft werden. Also wenn ich ganz ehrlich sein soll, war meine Überraschung eher, dass die Deutschen nicht gemerkt haben. Linus wieder mit den stabilen Thesen. Digga, was labert ihr, Digga? Dass ich überhaupt interviewt werde dazu, das ist schon eine Überraschung, Digga. Das ist Linus Neumann. Er ist... Linus ist der Hackerman, ne? Hackerman. He's the most powerful hacker of all time. Und Sprecher des Chaos Computer Clubs. Es ist natürlich lächerlich, dass das ein Vierteljahr später geschieht, als man erkannt hat, dass der Angriff stattgefunden hat. Dann kommt die rettende politische Sommerpause. Die wird genutzt, um das marode System von Grund auf neu aufzubauen. Ja. Oh mein Gott, die mussten das ganze System neu aufbauen. Die haben einfach gesagt, okay, Digga, das können wir nicht reparieren. Wir machen es komplett neu. Im Trümmerfeld der Bundestags-IT beginnt auch die Suche nach den Tätern. Und die Hinweise führen von Beginn an nach Russland. Auf Claudia Heids Computer wurde unter anderem die Schadsoftware X-Tunnel installiert. Mhm. X-Tunnel funktionierte wie ein tatsächlicher Tunnel. Eine permanente Verbindung, durch die die Angreifer jederzeit Zugriff auf das Netzwerk hatten. Im Code dieser Schadsoftware finden sich Hinweise auf einen Server. Mhm. Dieser Server wird augenscheinlich von APT-28 genutzt. Auch der damalige BSI-Präsident spricht in internen Sitzungen von dieser Abkürzung. APT-28. Das kann man geleakten Dokumenten entnehmen. APT-28 ist eine Hackergruppierung. Advanced Persistent Threat steht für Hacker, die sehr viel Zeit haben und gut sind. Also eine anhaltende Bedrohung. So. Anhaltende, also eine besonders anhaltende Bedrohung. So werden besonders gruselig. Ja, qualifizierte Hackergruppen genannt, also besonders gefährliche Hackergruppen. Und die werden dann so durchnummeriert. APT-28 ist eine Gruppe mutmaßlich russischen Ursprungs, da sind sich die meisten ziemlich sicher. Die hat auch andere Namen, die wird auch zum Beispiel Fancy Bear genannt.
Fancy Bear ist dem GRU unterstellt. Das ist der russische Militärgeheimdienst. Die Gruppierung ist berüchtigt. Hier arbeiten sie, im sogenannten Aquarium in Moskau. Man weiß nicht, wer diese Menschen sind. Man weiß nicht, wie viele es sind. Doch man weiß, dass sie besonders skrupellos vorgehen. Allein die russische Herangehensweise an Hacks ist ja auch so absurd. Der Freifahrtschein, den Putin den Leuten erstellt, die sowas international machen. Von wegen, die einzige Regelung, die ihr habt, macht es nicht bei russischen Staatsbürgern. Ansonsten dürft ihr es überall machen. Das ist irre. Irre. Sie schrecken vor wirklich nichts zurück. Nicht mal vor dem Rechner der damaligen Bundeskanzlerin. Ja. Doch ausgerechnet dort findet sich eine Spur zur Identität einer dieser Hacker. Denn er macht einen folgenschweren Fehler. Er lässt Grüße da? Also die Hacker sind irgendwann auf dem Computer im Vorzimmer von Angela Merkel im Bundestag. Also ihr Rechner, ihr E-Mail-Fach, das ist das, was sie wollen. Die Dateien wollen sie offensichtlich. Und dann programmiert der Hacker ein Programm, das diese E-Mails ausleiten soll. Also legt er von dem Outlook-Postfach eine Kopie an und versucht, diese Kopie an einen Server zu schicken, den er kontrolliert. Ah, okay. Und dafür haben sie ein Tool geschrieben, vsc.exe. Um die Daten auszuleiten, muss vsc.exe auf einen ganz bestimmten Dateipfad zugreifen. In diesem Dateipfad kommt das Wort Abgeordnetenbüro vor. Sein Programm kannte das Sonderzeichen Ü aber nicht. Da war so ein Fragezeichen, RO. Und dann konnte er diesen Ordner nicht finden, weil es so einen Ordner nicht gab. Der Hacker scheitert also zunächst an der deutschen Sprache. Und dann ist natürlich die Gefahr, Hackerangriffe können jederzeit auffliegen. Und er denkt sich, vielleicht habe ich nicht so viel Zeit. Gerät vermutlich ein bisschen unter Druck. Und sagt dann, ich schreibe einfach das Ding nochmal. Ich sage dem Programm, dass es die deutsche Sprache ist, mit der er rechnen muss. Und dass da eben ein Ü vorkommt. Einen Tag später versucht er es mit dieser neuen Version von vsc.exe erneut. Und es funktioniert. Er klaut erfolgreich eine Kopie des E-Mail-Postfaches. Das ist zwar nicht Merkels Schriftverkehr aus dem Kanzleramt, aber dennoch ein unfassbarer Coup. Ja, ist insane, ne? Doch der Hacker macht einen schwerwiegenden Fehler. Vermutlich wegen des Zeitdrucks. Vielleicht ist er auch etwas nervös. Im Code seines Programms finden Ermittler später eine wichtige Information. Er vergisst, den Namen seines Rechners zu löschen. Und in dem Fall steht dann drin C:\Users und dann Slash und dann Scaramouche. Scaramouche ist eine Figur aus dem italienischen Theater, sowas wie ein Clown oder Harlekin. Man kennt das vielleicht auch aus dem Song Bohemian Rhapsody. Das ist der Nickname dieses Hackers, das ist sein Tarnname. Im Geheimen werden Scaramouche und seine Kollegen mit allen Mitteln gejagt. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Spionageverdachts. Angela Merkel spricht später von hybrider Kriegsführung. Ja. Doch in der Öffentlichkeit macht die Regierung nach dem Angriff erstmal keine konkreten Anschuldigungen. Damals, das muss man sich so ein bisschen ins Gedächtnis zurückrufen, war das mit dem Finger auf Verdächtige zeigen, hat einfach niemand gemacht. Heute ist es anders. Heute wird viel öfter gesagt, hey, das waren die Russen, das waren die Nordkoreaner und so weiter. Damals, no way, niemand. Ja, damals kam das Gas auch noch aus Russland. Da ist das vielleicht nicht so, naja. Obwohl es ein bis dahin absolut beispielloser Angriff ist, verschwindet der Bundestagshack schnell wieder aus dem Rampenlicht. Abgasskandal, Flüchtlinge, Entsetzen und Trauer in Ausländer, Frankreich und weltweit. Es gibt zu der Zeit schlicht andere, dringendere Themen. Die Hacker haben also E-Mails aus dem Büro der Kanzlerin gestohlen. Insgesamt sind aus dem Bundestags... Warum zur Hölle haben wir hier gerade Emote-Only? Ist ein Mod wieder auf seiner Tastatur eingeschlafen oder was? Warum haben wir immer noch Emote-Only? Sag mal, Kraudi, bist du besoffen oder was? Warum haben wir denn wieder Emote-Only? Ey, ihr Pipegas, hört mal auf, da rumzuspielen. Wenn ihr das nämlich immer wieder drückt, dann geht er an und aus. Ansonsten klatscht es hier aber. Geht an, geht aus. Ich raste aus. Guckt mal bitte, ob euer Apostroph überm E geht. Netz mutmaßlich rund 16 GB an Daten abgeflossen. Genau weiß man es bis heute nicht. 16 GB. Wirkt erstmal nicht nach besonders viel, was? Oder?
Das Text. Ein alter USB-Stick. Das ist ein Plain Text. 16 Gigabyte sind sehr viel, wenn man bedenkt, vielleicht sind es einfach nur E-Mail-Dateien. Holy 16 Gigabyte E-Mails? Are you kidding me? Und dann nicht besonders große, dann 16 Gigabyte durchaus eine Menge. Wie viele E-Mails könnten 16 Gigabyte dann sein? Müsste ich rechnen und selbst ich bin nicht so gut im Kopf rechnen. Also sehr viele, wenn es hilft. 200.000. Doch vielleicht war das ja auch alles halb so wild. Etwas Spionage gibt's immer. Tagesgeschäft. Das sind zwar diese abgeflossenen Daten, aber hey, was könnte man damit schon anstellen? Dann kommen die US-Präsidentschaftswahlen 2016. Oh mein Gott, Donald f***ing Trump. Putins Bären demonstrieren, zu was sie wirklich fähig sind. The Clinton campaign won't confirm or deny the veracity of any of the emails posted by WikiLeaks. Welche Grenzen sie bereit sind zu überschreiten. Wie viel Schaden man mit ein paar Gigabyte anrichten kann. Unglaublich. Unglaublich. Kapitel 2. Die Orange. Die US-Wahlen im Jahr 2016 haben das Land nachhaltig verändert. Populismus gab es natürlich schon vorher. Die Republikanische Partei hatte bereits seit Jahren einen hart rechten Flügel. Doch alles ändert sich, als Donald Trump Mitte 2015 als Präsidentschaftskandidat antritt. Anfangs nimmt ihn erstmal niemand ernst. Ich hatte den Eindruck, Sie halten gar nicht viel von europäischen Werten. What do you think about the European values? Okay, don't get me wrong. To be honest with you, I think the Europeans are motherfuckers. Tell them. Ein großer europäischer Wert ist sicher die Mutterliebe. Aber weil er so anders ist. And Mexico will pay for the wall. So ungehemmt. Mexico will pay. I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? Weil er so viele unsagbare Dinge einfach sagt, stürzen sich die Medien auf ihn. ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Ein ungeheures Statement nach dem anderen. I don't know what I said. I don't remember. Lange Diskussionen, was es denn über das Land aussage, wenn dieser Mann mit sowas so erfolgreich Wahlkampf macht. Ladies and Gentlemen, es ist ja nicht so, dass das damals nicht eine traumatische Situation war. Der wird wiedergewählt dieses Jahr. Amerika ist ein Shithole Country. Und Anfang 2016 ist er plötzlich kein Außenseiter mehr, sondern der Favorit in der Republikanischen Partei. Im Rennen gegen die Demokratin. Drakon hat heute gewettet, dass es nicht Trump wird. Ey, ich würde auch gerne darauf wetten. Einfach nur, weil ich es hoffe. Aber die Tatsache, dass der mithalten kann mit Biden und in 2024 nach den ganzen katastrophalen Sachen, die er getan und gemacht hat, immer noch überhaupt zur Debatte steht. Ich werde nicht nochmal den Clinton machen. Ich werde nicht nochmal darüber mir sicher sein, dass dieser populistische Volltrottel nicht der mächtigste Mann der Welt werden kann. Denn er hat schon mal bewiesen, dass trotz, obwohl alle gedacht haben, dass er das niemals schaffen würde, es geschafft hat. Also, ich werde diesbezüglich keine Wette abschließen, sondern mich einfach nur vorbereiten auf das Worst-Case-Szenario. Hillary Clinton. Wirklich. Das Worst-Case-Szenario wird hier vorbereitet. Auf der anderen Seite der Erde, im Kreml. Wladimir Putin verfolgt das Geschehen. Er mag Hillary Clinton nicht. Die beiden haben eine Vorgeschichte. 2011 war sie die Außenministerin der USA. In Russland fanden in dem Jahr Wahlen statt. Im Anschluss verkündete Clinton, dass sie möglicherweise manipuliert waren. Es gab große Proteste im Land wegen der möglichen Wahlmanipulation. Putin behauptete daraufhin, die USA hätten diese Proteste angezettelt. Er hat Clinton nie für die öffentlichen Angriffe vergeben. Sie war außenpolitisch jahrelang seine härteste Gegnerin. Nur am Rande, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wird später feststellen, dass die 2011er Wahlen in Russland tatsächlich manipuliert waren. Warte, ich habe dafür eine App auf meinem Handy. Putin drückt im Kreml eher Clintons Gegner die Daumen, dem lauten Milliardär. Trump hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder positiv zu Putin geäußert.
Trump empfindet Putin als starken Herrscher und als jemanden, mit dem er als potenzieller Präsident gut klarkommen würde. Also spricht Putin mit seinen drei Geheimdiensten und trifft eine Entscheidung. Am 19. März 2016 erhält John Podesta eine E-Mail. John Podesta ist der Wahlkampfmanager von Hillary Clinton. Die E-Mail sieht so aus wie eine Google-Sicherheitswarnung. Sie wurden gehackt, Sie müssen sofort Ihr Passwort ändern, klicken Sie hier, sinngemäß. Kerstin Zettel-Schabbat forscht an der Universität Heidelberg zu Cyberkonflikten. John Podesta ist ein relativ erfahrener Mann in Sicherheitskreisen in DC, der ist schon lange im Business und ist deshalb so schlau und fragt einen DNC-IT-Staff. Der fragt diesen Mitarbeiter, ob das eine legitime E-Mail ist und erhält blöderweise als Antwort, das ist eine legitime E-Mail. Nein! Obwohl der Mitarbeiter eigentlich schreiben wollte, das ist eine illegitime E-Mail. Ein Tippfehler mit brutalen Konsequenzen. John Podesta denkt, naja, dann kommt die E-Mail wohl tatsächlich von Google. Also klickt er auf den Link und kommt auf diese gefälschte Seite. Oh mein Gott, Alter. Dort gibt er sein Passwort ein. Und dann sind die Hacker im System der Demokratischen Partei und haben Zugriff auf die interne Kommunikation, auf die E-Mails, auf nahezu alles, was den Wahlkampf betrifft. Ach du Scheiße. Die Hacker sind alte Bekannte. Mitglieder von Fancy Bear. Was für ein Fail, Alter. Stehlen 50.000 E-Mails von Podesta. Diese Methode nennt man allgemein Phishing. Ja, Phishing bezeichnet die hohe Kunst, einen Menschen an seinem Computer dazu zu bringen, etwas zu tun, was der Mensch nicht tun sollte. Im Zweifelsfall irgendwas, was eine Sicherheitsannahme umgeht. Ja, irgendwo sein Passwort eingeben, irgendwo eine Software runterladen und ausführen. All das ist so der Bereich des Social Engineering, zu dem man immer dann greift als Angreifer, wenn, naja, die technischen Hürden auf jeden Fall im Weg sind. Deswegen ist es auch ratsam, dass, also, und ich mache das jetzt einfach grundsätzlich, es gibt für mich einen Zeitraum, wo ich, weiß ich nicht, ob es einmal im Jahr oder alle zwei Jahre ist, wo ich grundsätzlich von allen relevanten Accounts die E-Mails auf eine andere E-Mail ändere, die vollkommen unbekannt ist. Oder Accounts komplett umziehe. Und der Faktor, der dafür eine Rolle spielt, ist die Frequenz von Spam. Also je mehr Spam du kriegst, und das passiert automatisch, weil du, wenn du die E-Mail auch benutzt und dich irgendwie anmeldest, dann kriegst du Spam, desto mehr ist die Warnung oder ist zumindest die Wahrscheinlichkeit gebeten, dass da auch mal jemand versucht, Hallo zu sagen. Und für mich natürlich relevanterweise nochmal besonders, weil ihr könnt euch nicht vorstellen, wie dilettantisch versucht wird, Zugriff auf Dinge zu bekommen, die bei mir Accounts sind. Also mittlerweile, ich meine, ich klopfe auf Holz, ich hoffe, dass natürlich das so bleibt, aber mittlerweile arbeite ich mit Cold Wallet Zwei-Faktor-Verifizierung, das heißt YubiKeys und sowas, das mehrfach verschlüsselt, das ist, da geht eigentlich nichts durch. Aber trotzdem regelmäßig ändern. Und die Anschaffung eines YubiKeys, starte mit Y, ist eine sehr, sehr coole Sache. Bin ich auch sehr zufrieden, das habe ich nie bereut. Der Begriff kommt vom Angeln, weil man das Opfer ködert. In Podestas Fall. Außer man verliert es. Darum holt man sich auch immer zwei YubiKeys. Wenn man zwei YubiKeys hat und einen verliert man, dann holt man zwei neue YubiKeys und zieht den Account auf die zwei neuen YubiKeys um. Weil sind die E-Mails sehr genau auf ein bestimmtes Ziel zugeschnitten. Das nennt man dann Spearphishing, Speerfischen. Mit der gleichen Methode greifen die Hacker 300 weitere Mitarbeiter von Clintons Kampagne an. Es ist unklar, wie oft sie erfolgreich sind. Anfang April angelt Fancy Bear dann beim Democratic Congressional Campaign Committee. Kurz DCCC. Das ist ein entscheidendes Wahlkampforgan der Demokratischen Partei. Mithilfe weiterer, täuschend echt wirkender E-Mails klauen sie die Logins von mindestens einem DCCC-Mitarbeiter. Und schon sind sie drin. Nach dem initialen Zugriff zu den Netzwerken benutzt Fancy Bear vor allen Dingen zwei Malware-Typen, X-Agent und X-Tunnel. X-Tunnel. Das ist die gleiche Malware, die auch auf Claudias PC gefunden wurde.
Damit kann man quasi die Zielsysteme kontrollieren und Befehle an das System senden. Oder man hält sich an ein Antivirenprogramm. Meine Software zum Beispiel erkennt Spearphishing-Webseiten und blockiert diese mit einem Hinweis. Ja. In diesem Fall mit dem Ziel, Daten exfiltrieren zu können. Während die Hacker das DCCC ausspionieren, finden sie sehr spannende Logins. Mit denen können sie sich in die Parteizentrale der Demokraten einschleichen, das Democratic National Committee, kurz DNC. Dort finden sie zahlreiche Dokumente zur Wahlkampfstrategie der Demokraten. Zum Beispiel ein Dossier zu Trump, voll mit Dingen, mit denen man ihm schaden könnte. Anfang Mai werden die Hacker endlich bemerkt. DCCC und DNC heuern eine Cybersicherheitsfirma an, um ihre Systeme zu säubern. Das wird trotz enormer Anstrengungen bis Oktober dauern. Boah. Dabei hätte man die Eindringlinge eigentlich viel früher entdecken müssen. Ein unscheinbares Büro in Moskau. Die Leute. Russland ist einfach der Feind, Alter. Wenn es jetzt noch nicht angekommen ist, ich glaube, dem Ukraine-Krieg sollte es eigentlich angekommen sein. Russland ist der Feind der westlichen Welt. Kann man nichts gegen sagen, ey. Das ist halt einfach der Feind. Da musst du dich nicht mal auf militärische Sachen konzentrieren. Russland ist halt einfach der Feind. Die hier an den Rechnern sitzen, sind Hacker. Sie gehören zu Cozy Bear, einer Gruppe, die höchstwahrscheinlich dem SVR unterstellt ist. Das ist der russische Auslandsgeheimdienst. Diese Hacker sind schon seit Juni 2015 in den Systemen der Demokraten. Viel länger als Fancy Bear. Cozy Bear ist vor allen Dingen für subtilere Cyberspionage bekannt, gegen unterschiedlichste Ziele. So absurd es klingt, Cozy und Fancy Bear wussten wahrscheinlich nichts voneinander. Die haben unterschiedliche Auftraggeber, die mögen sich untereinander nicht, die reden auch nicht miteinander und deswegen ist es nicht unüblich oder es ist schon öfter passiert. Krass, stell mal vor, zwei unterschiedliche Hackergruppen begegnen sich im fucking US-amerikanischen Parlament. Das musst du dir mal vorstellen. Hey, Blatt. Hey, ist das nicht Vitali da? Und dann fangen die an zu chatten, oder was? Passiert, dass sie im selben Netzwerk waren. Cozy Bear setzt in der Regel alles daran, möglichst lange unbemerkt zu bleiben. Doch in diesem Fall werden sie bei ihrer Arbeit beobachtet. Die Spione werden ausspioniert. Dem niederländischen Geheimdienst AIVD ist ein Geniestreich gelungen. Er hat bereits 2014 Sicherheitskameras in dem Moskauer Gebäude gehackt. Oh, geil! Sie schauen Cozy Bear buchstäblich auf die Finger. So bemerkt der AIVD, dass die Hacker im DNC-System herumschleichen. Und deswegen konnte der niederländische Geheimdienst relativ früh auch die US-amerikanischen Partner darüber warnen, dass Cozy Bear das DNC gehackt hat. Hiervon erfährt dann auch das FBI. Und das FBI hat dann im Laufe des Jahres 2015, ich glaube im September, das erste Mal auch Kontakt zum DNC aufgenommen. Ein FBI-Agent in Washington ruft beim DNC an und erzählt den IT-Mitarbeitern dort von den russischen Hackern in ihren Systemen. Doch er stößt, bittererweise, auf völlig taube Ohren. Die DNC-Chefs werden später behaupten, sie hätten erst viel später von diesem Anruf erfahren. Man hätte die Hacker viel früher entlarven können. Hätte man sich um Cozy Bear gekümmert, hätte man höchstwahrscheinlich bemerkt, dass sich auch Fancy Bear Zugang verschafft hat. Man hätte nahezu alles. Sind YubiKeys nicht so gut, weil sie aus der USA wären, denn nicht... Was? Sind YubiKeys noch so gut, weil sie aus den USA wären, denn nicht ein Autenton besser, der ist von einer deutschen Firma? Also... Wenn du diese Dokumentation siehst und das Gefühl hast, ich brauche unbedingt ein deutsches IT-Produkt, dann kann ich das Gefühl leider nicht mit dir teilen. Was im Sommer 2016 geschehen ist, verhindern können. Hat man aber nicht. Zurück im Frühling 2016. Fancy Bear erstellt eine Website. DCLeaks.com. DC für Washington DC, das politische Zentrum der USA. Auf der Website lassen sie ab Juni eine Bombe nach der anderen platzen. Sie erstellen eine Fake-Persona, Guccifer 2.0. Sie geben sich als einzelner Hacker aus Rumänien aus, der für alle Leaks verantwortlich sein soll. Guccifer bekommt seinen eigenen Blog. Er kontaktiert die Presse und bietet Informationen an. Dieser DNC-Hack sorgt für Schlagzeilen sofort, Breaking News im Fernsehen. Deswegen hat Donald Trump gewonnen übrigens. Ich möchte das einfach mal, müssen wir dazu sagen, falls das nicht klar ist, die Entwicklung. Wegen diesem Hack und diesen Leaks,
die dann auch verteilt wurden, hat Donald Trump die Wahl gewonnen. Hold a press conference answering questions for the first time. There she is at the UN about that email controversy that's cropped up in the last week. Es wird drüber diskutiert. Es kommt all dieser Schmutz, den es innerhalb der Demokratischen Partei gibt, all diese Gerüchte und Intrigen. Über all das wird plötzlich diskutiert, weil das plötzlich draußen ist in der Öffentlichkeit. Und das schadet natürlich massiv Hillary Clinton und der Partei im Wahlkampf. E-Mails, die zeigen sollen, dass das Democratic National Committee Hillary Clinton klar bevorzugt gegenüber Bernie Sanders, was es eigentlich nicht tun sollte. Es sind zum Beispiel Informationen darüber enthalten, was Clinton in ihren Reden zum Beispiel an der Wall Street bislang verdient hat. Ja. Es sind angeblich antikatholische Ressentiments der Partei darin enthalten. This is long from over and she has to demonstrate through action transparency, not just through words. E-Mails, which have become something of a curse for Hillary Clinton. Trump nutzt die Situation zu seinen Gunsten. Donald Trump sagt wortwörtlich auf einer Wahlkampfveranstaltung Russia. If you're listening, I hope you're able to find the 30,000 emails that are missing. I think you will probably be rewarded mightily by our press. Russia, I hope you're listening, sagt ein amerikanischer Präsidentschaftskandidat während der Wahl für ein US-amerikanisches Office. Das mächtigste amerikanische Office. Clinton ist zu der Zeit in eine Affäre rund um ihr privates E-Mail-Postfach verwickelt. Das hat und er gewinnt. Sie in ihrer Rolle als Außenministerin Crazy. Für offiziellen Schriftverkehr Crazy. Verwendet. Allerdings hat sie laut FBI parallel auch immer wieder private E-Mails aus diesem Postfach gelöscht. Daraus wurde ein Verschwörungsmythos gesponnen, sie hätte etwas zu verbergen. Diese Kontroverse verbindet Trump damals mit dem Hagel an Leaks. Am selben Tag sendet Fancy Bear 76 Spearfishing-E-Mails an Clintons Angestellte. Der Einfluss der Leaks auf Hillary Clintons Wahlkampf ist erheblich. Ob er entscheidend ist, kann ich nicht beurteilen. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass die Leaks immer zu für Donald Trump günstigen Zeitpunkten ihm in die Karten spielen. Wo am Anfang lediglich Chaos gestiftet werden soll, fokussiert man sich dann im Laufe der Zeit auch gezielt darauf, Donald Trump eben zu unterstützen. Gut einen Monat vor der Wahl spielen die Hacker der Plattform WikiLeaks Podestas E-Mails zu. Und da ist es so, dass Woche für Woche strategisch E-Mails geleakt werden. All diese Leaks sorgen dafür, dass der Eindruck entsteht, bei den Demokraten ist irgendwas shady. Hillary Clinton schwimmt. Sie muss sich zum einen von ihren eigentlichen Themen verabschieden und muss sich vor allen Dingen auf die Inhalte dieser Leaks konzentrieren. Sie muss sich gegenüber Medienvertretern, aber natürlich auch gegenüber Donald Trump in der öffentlichen Auseinandersetzung, zum Beispiel bei Wahlkampfreden, immer wieder dafür rechtfertigen. Die Leaks sind Teil einer größeren Kampagne. Zu den Bären kommt eine Armee von Trollen, die aus diesem Gebäude in St. Petersburg heraus arbeiten. Sie beeinflussen den Diskurs zur Wahl online. Ja. Sie rufen sogar erfolgreich zu Demos in verschiedenen US-Städten auf. Irre. Der Amerikaner wurde einfach vom Russen komplett hops genommen und zu einer Entscheidung genötigt, einer Entscheidung überredet, die schlechtere für ihn war, weil die Russen wussten, Bruder, der Trump, das ist so ein Trottel, was wäre, wenn wir den zum Präsidenten machen könnten? Blatt und er wird gewählt und die machen erstmal Shampoos auf, die Russen. Krass! Die feindlichste Möglichkeit für den Westen in das mächtigste Büro der Welt gesetzt. Hillary Clinton verliert die Wahl. Donald Trump wird Präsident. Unvorstellbar. Es ist fast unmöglich zu quantifizieren, wie viel Einfluss die Leaks und Desinformationskampagnen auf dieses Ergebnis hatten und ob sie in irgendeiner Weise entscheidend waren. Ja. Aber viele Experten wie Kathleen Hall Jamieson sind sich einig, dass es einen Einfluss gab. Russland hat die US-Wahlen 2016 zumindest ein Stück weit erfolgreich beeinflusst. Ist Joe Biden denn besser? Also als ausnahmslos als Donald Trump auf jeden Fall. Besonders für Europäer ist er besser. Das Problem ist nur, man muss sich immer folgende Sache vor Augen führen. Und zwar, von den 330 Millionen Menschen, die in den Staaten leben, ungefähr, von 330 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika sind Joe Biden und Donald Trump diejenigen, die man wählen kann darüber, welcher das Land regieren soll. Von 330 Millionen Menschen und sicherlich einigen Entscheidungen, die viel besser getroffen werden könnten, sind Joe Biden und Donald Trump diejenigen, die da gewählt werden. Joe Biden ist gar nichts mehr außer Matsch in der Birne. Ey, ganz ehrlich,
Das kann man Joe Biden vorwerfen, das muss man mittlerweile aber auch Donald Trump vorwerfen, weil der seine Frau letztens Mercedes genannt hat. Und meines Wissens heißt die so nicht. Also, das sind beides super, 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 super alte Leute. Und den einen vorzuwerfen, dass er Matsch in der Birne ist, Bruder, das kann... Biden ist mumifiziert, aber Donald Trump halt auch. Dieses Argument gilt halt einfach für beide. Der Vorteil, den Joe Biden hat, er ist nicht ganz so ein faschistischer Menschenfeind. Und er hat im Jahre 2021 nicht versucht, das Kapitol zu stürmen. Das hat Joe Biden halt eben nicht versucht. Donald Trump halt aber irgendwie schon. Deswegen entscheide ich mich da ganz klar für fucking Biden. Donald Trump triumphiert und macht das möglich, was Experten, Journalisten und politische Beobachter für unmöglich hielten. Er wird als 45. Präsident der USA in dieses weiße Haus hier hinter mir einziehen. Es ist wahrscheinlich die erfolgreichste. Ich meine, eher Biden ist nicht mehr auf der Höhe, Trump ist eine ganz andere Geschichte. Nein, ich will dir nochmal sagen, das Argument, dass der senile Biden aber der senile Biden ist, gilt nicht. Das gilt für beide, das musst du verstehen. Denn es gilt für beide. Das sind senile alte Männer. Diesen senilen Spruch zu nehmen, damit frisst du aus der Hand der Propaganda, die dich genau das glauben lassen sollen. Der junge Trump oder der jüngere Trump, der ein bisschen fitter im Kopf ist, die sind beide auf der gleichen Ebene mental. Wenn es darum geht, dass sie ein bisschen fauliges Gehirn haben, zu sagen, ich wiederhole das an der Stelle, zu sagen, der ist aber dümmer als der, beziehungsweise der kann sich an weniger rächen. Ja, aber Trump ist nicht nur senil, sondern auch verschwunden. Ich hoffe, es ist angekommen. Der Hack-and-Leak-Operation aller Zeiten. Daten klauen, groß veröffentlichen, sich an den Flammen des resultierenden Chaos die Hände wärmen. Die Spionage der Staaten untereinander, also eigentlich so, das macht die so unter sich aus, ja. Aber das jetzt mal so der Öffentlichkeit zum Fraß vorzuwerfen und damit sehr erkennbar Einfluss auf eine Meinungsbildung und eine Wahl zu nehmen, ist schon ein krasses Ding. Wie kann das eigentlich sein? Hacker beschaffen sich Informationen und beeinflussen dann eine Wahl. Und wenn das aus Russland raus agiert, was passiert hier eigentlich? Greift hier eigentlich ein Staat in den demokratischen Prozess anderer Länder ein? Also das ist schon die große Sorge und ein Super-GAU, wenn man so will. War es jetzt ein Angriff auf die Demokratie? Ich glaube nicht, dass man das an einem einzelnen Teil sagen kann, aber man kann das in der Gesamtentwicklung sehen, dass der sich einfügt in eine Reihe Aktionen, die ja, das gemeinsame Verständnis der Demokratie unterwandern und zerstören. Und in diesem Kampf im digitalen Raum sind Demokratien einfach im Nachteil. Du kannst einen Fernsehsender machen, du kannst 100.000 Sockenpuppen auf Twitter machen, du kannst Hack-and-Leak-Operationen machen und all das spielt in diese Öffentlichkeit rein, die dann darunter zerfasert, zersplittert, sich zerstreitet und die Demokratie destabilisiert. Gleichzeitig sitzt du in der Diktatur und hast das Problem nicht. Weil sobald irgendeiner aus der Reihe tanzt, kannst du ein Exempel statuieren und das passiert so schnell nicht nochmal. Genau. Und Nawalny ist jetzt tot. Den USA dämmert erst im Nachhinein, was da eigentlich passiert ist. Pumpen die Russen nicht auch Geld in die AfD? Tun sie ja. CIA, FBI und NSA tragen ihre gemeinsamen Erkenntnisse in einem streng geheimen Bericht zusammen. Anfang 2017 werden einige Passagen gestrichen und er wird der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Besonders ein Satz ist extrem beunruhigend. Wir gehen davon aus, dass Moskau Lehren aus der Kampagne gegen die US-Präsidentschaftswahl ziehen wird, um zukünftig weltweit Wahlen zu beeinflussen. Ich glaube, die Aggressivität, mit der diese russischen Hackergruppen vorgehen, die Art und Weise, was sie da tun. Russland ist der Feind. Also in Amerika zum Beispiel Hack and Leak, die Präsidentschaftswahl zu beeinflussen, dass sie so weit gehen, diese Prozesse zu stören, dass man dafür alle Mittel einsetzt, eben auch Cyber, das ist etwas, was vielen nicht bewusst war. Und in Deutschland haben die sich gefragt, 2017 haben wir auch eine Wahl, was heißt das eigentlich für uns? Und dann taucht auf einmal so eine URL auf, btleaks.com. BT wie Bundestag, sowie DCLeaks.com. Und alle dachten, was passiert jetzt? BTLeaks.com, BTLeaks.org. Mehrere dieser Seiten waren plötzlich da und das haben deutsche Behörden festgestellt, dass jemand solche Seiten anmeldet. Und dann war die Angst natürlich noch viel größer. Da könnte was kommen. Und da kommt genau das Gleiche wie in den USA. Oh ja.
Anfang Mai 2017 fliegt Angela Merkel zum ersten Mal seit dem Bundestagshack wieder nach Russland. Sie trifft Putin in seiner Sommerresidenz in Sochi. Dort konfrontiert. Würde Putin gerne in Deutschland an der Macht haben? AfD. Die Partei, die in Deutschland am meisten russlandfreundlich ist und die das auch offen sagt, ist neben dem Bündnis Sarah Wagenknecht safe die AfD. Und sie hat einen entscheidenden Vorteil neben der Tatsache, dass sie rundler russlandfreundlich ist. Sie ist ganz besonders EU-feindlich und Amerika-feindlich. Ganz besonders. Konfrontiert sie ihn mit dem Vorfall. Putin entgegnet, dass man sich nie in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten einmische. Darauf antwortet Merkel, dass sie davon ausgehe, dass die deutschen Parteien ihren Wahlkampf untereinander ausmachen können. Deutliche Worte, dass Russland sich bitte raushalten möge. Am Ende wird die Bundestagswahl in Deutschland nicht durch große Leaks beeinflusst. Bis heute ist unklar, was mit den 16 Gigabyte aus dem Bundestag geschehen ist. Ich wüsste auch nicht eine einzige Information, die auf dem Bundestag-Hack bezogen je öffentlich gemacht worden wäre. Aber das ist auch so eine Art, darüber zu denken, es gibt ja auch keine Notwendigkeit. So, es kann auch sein, dass sie irgendwas Interessantes gefunden haben, das für sich verwendet haben, auf welche Art und Weise auch immer. Die Jagd auf Scaramouche geht indes weiter. Es wird noch einige Zeit dauern, bis man ihn endlich identifiziert. Einige seiner Kollegen haben da weniger Glück. Uff. Kapitel 3. Die Putzkolonne. Digga, was für ein geiles Video ist das bitte, ja? Also, ich bin ja vollkommen gefangen in der thematischen Auseinandersetzung mit diesen ganzen Inhalten. Am 10. April 2018 landet eine Passagiermaschine aus Moskau am Flughafen Schiphol in den Niederlanden. Unter den Passagieren befinden sich 4 Russen. Und das darf man reuploaden, ne, Chat? Weil das ist eine saftige Reaktion. Sie sehen aus wie ganz gewöhnliche reisende Geschäftsleute. Alexei Minin und Oleg Sotnikov sind in ihren 40ern. Sie sind gut drauf. Hinter ihnen laufen 2 jüngere Männer. Evgeni Serebriakov und Alexei Morenets. Sie alle sind Diplomaten, zumindest laut ihren Pässen. Ein gut gekleideter Mitarbeiter der russischen Botschaft empfängt sie in der Eingangshalle und geleitet sie aus dem Flughafen. In Wahrheit sind Minin, Sotnikov, Serebriakov und Morenets Teil eines Spezialteams von Fancy Bear. Sie sind darauf trainiert, Einsätze im Ausland durchzuführen. Die Ersteren sind für klassische Spionage und Aufklärungsarbeit zuständig. Die Letzteren sind Hacker. Die Gruppe mietet sich einen Kleinwagen und fährt nach Den Haag. Dort schauen sie bei einem Elektronikfachhandel vorbei und kaufen eine große 12-Volt-Batterie sowie ein Batterieladegerät. Anschließend checken sie in ein Hotel ein. Am nächsten Tag macht sich Minin auf den Weg zur Zentrale der OPCW. Das ist eine internationale, unabhängige Organisation für das Verbot chemischer Waffen. Die OPCW analysiert hochgefährliche Kampfstoffe und prüft, ob Staaten zum Beispiel in Kriegen gegen internationales Recht verstoßen. Die OPCW hat zu der Zeit gerade die Untersuchung einer sehr heiklen Probe abgeschlossen. Der ehemalige russische Doppelagent Skripal war im Exil in Großbritannien. Dort wurde ein schwerer Giftanschlag auf ihn und seine Tochter verübt. Oh, I remember. Die Briten vermuten, dass Russland sich so an ihm für seinen Verrat gerecht hat. Das eingesetzte Gift sei das berüchtigte Novichok aus Russland. Ja. Der Bericht der OPCW zu dem Vorfall erscheint an diesem Tag. Er wird die britischen Anschuldigungen bestätigen. Russland ist der Feind, Digga. Minin verschafft sich einen Überblick der Situation vor Ort. Er fotografiert das OPCW-Gebäude und das Marriott-Hotel direkt nebenan. In 2 Tagen, am 13. April, wollen die Hacker zuschlagen. Die Zeit drängt. Was sie nicht ahnen, sie werden von Beginn an beobachtet. Vom niederländischen Militärgeheimdienst. Digga, die Niederländer wieder!
Gott verdomme! Dem MIVD. Die Niederländer! Gott verdomme, Digga! Ich pick them out. Und sie sehr leicht aufspüren. Follow them from the gate on. Dieser Mann ist eine hochrangige Führungskraft beim MIVD. Er hat sich uns nicht namentlich vorgestellt. Ja, das ist auch. Voraussetzung für das Interview war, dass wir ihn unkenntlich machen. Er muss etwas grinsen, wenn er über den Mietwagen der Gruppe spricht. Their budget was not enough to hire the big car, so they had to fit the car into their budget, which ended up Citroën. In a Citroën C3. So that's a rather smallish car. Seine Organisation verfolgt die Gruppe ab der Sekunde, in der sie Fuß auf niederländischen Boden setzt. Aber woher weiß der MIVD überhaupt, dass sie kommen? We speak with some partners about those kinds of topics. Die Holländer, Digga, krass. And in one of those conversations, we found out for the GRU, hackers are working within the APT-28 realm, Sibiryakov and Moronets. And by coincidence, we found out that they were on a flight from Moscow to Amsterdam. APT-28, also mal wieder Fancy Bear. Laut dem Guardian kam der Tipp womöglich von einem britischen Geheimdienst. Geil, Alter. Also ein isolierter Geheimdienst ist ja schon krass. Aber das Vernetzen von Geheimdiensten, das ist so absolut krass. Wenn die sich zusammen den gleichen Interessen hingeben und dann Informationen austauschen, ist ja auch wirklich krass. Holy fuck. Zurück zum Hacker-Team. Es ist Freitag der 13. Sie schlagen zu. Sie fahren mit ihrem Mietwagen auf den... Erinnert mich auch ein bisschen an die amerikanischen Leaks aus dem Geheimdienst oder die Veröffentlichung kurz vor dem Angriff vor 2 Jahren des Russlands auf die Ukraine mit dem gigantischen versammelten Personal, Militärkräften vor den Grenzen. Und sie haben gesagt, ich weiß nicht, ob es das FBI war oder so, oder das CIA, weiß ich gar nicht, wer da rausgeleakt hat, aber die haben gesagt, Russland marschierte ein. Und das war so krass, das war fast präzise. Ich glaube, sie haben es auf Ende Januar gepusht, aber es ist halt Mitte Februar passiert. Es kann sein, dass die NSA oder die CIA war. Das war so crazy. Die lagen auf jeden Fall nicht weit auseinander. Und auf Basis, und das möchte ich sagen, auf Basis dieser Informationen, und da muss ich sagen, das muss man auch mal sagen, haben sich 2 besondere Faktoren ergeben. Die Masse an linken Politikern, besonders linken Politikern, die sich in Talkshows und auf Bühnen gestellt haben und gesagt haben, Russland hat keine Absicht, die Ukraine anzugreifen, ist unvorstellbar gewesen. Das waren linke Abgeordnete und ganz besonders Sarah Wagenknecht, die sich hingesetzt hat, unironisch, und gesagt hat, Russland hat kein Interesse, diese Informationen sind natürlich falsch und Panikmache, die Ukraine anzugreifen. Und kurz darauf ist es passiert. Und mein Gott, ist es schnell vergessen worden. Es ist so schnell vergessen worden, es ist viel zu schnell vergessen worden. Unvorstellbar, dass man der Wagenknecht überhaupt noch irgendetwas zuschreiben kann. Denn das ist so ein prominenter Fehler gewesen. Der war aber danach, da war nichts, da wurde nichts zugesagt. Oder es wurde viel zu wenig zugesagt. Die Alte hat sich sowas von weit aus dem Fenster gelegt, aber nichts, absolut gar nichts ist daraufhin passiert. Es war so frech. F***ing Zarenknecht, Alter. Leeren Parkplatz des Marriott Hotels. Möglichst dicht an die Grenze zum OPCW-Grundstück. Die Rückseite des Autos ist auf die Zentrale gerichtet. Im Kofferraum des Wagens befindet sich ziemlich viel Technik. Die frisch gekaufte Batterie und ein Spannungsregler versorgen einen Computer mit Strom. Dieser Computer ist mit einem Laptop vorne im Auto verbunden. Den nutzen Serebriakov und Moronets, um den Angriff zu steuern. Dazu kommt das Herzstück der Operation. Der Computer ist über einen Wi-Fi-USB-Stick mit einer Flachantenne verbunden. Die liegt unter einer Jacke verborgen auf der Laderaumabdeckung. Mit dieser Antenne imitieren die Hacker das echte Wi-Fi-Netzwerk der OPCW. Geräte im Gebäude. Sie sagte, wir können froh sein, dass Putin nicht so ist, wie die westlichen Medien ihn darstellen. Russland hat faktisch keinen Grund, die Ukraine anzugreifen. Meanwhile, 2 Tage später greift Russland mit Bodentruppen die Ukraine an. Und das ist ja auch nicht der Angriff. 2014 hat der Angriff schon stattgefunden. Dieser Krieg, der herrscht nicht 2 Jahre, der herrscht schon 10 Jahre. Verbinden sich dann potenziell automatisch mit dem gefälschten WLAN-Netzwerk der Hacker, im Glauben, dass es sich um eine vertrauenswürdige Verbindung handelt.
Sobald sie sich verbinden, können die Hacker die Zugangsdaten der Geräte klauen. Ja. Mit diesen Zugangsdaten können sie dann in das Netzwerk der OPCW eindringen. Wahrscheinlich wollen die Hacker Daten der OPCW klauen, um die Ergebnisse des Skripal-Berichts irgendwie anzufechten. Oder vielleicht wollen sie die OPCW irgendwie anderweitig durch einen Leak diskreditieren. Mhm. Doch so weit kommt es nicht. Die niederländischen Behörden schlagen zu. Spezialeinsatzkräfte fahren in zwei Autos langsam und unauffällig auf den Parkplatz. Dann reißen sie die Türen auf und nehmen die vier Männer fest. Krass! Einer wehrt sich und versucht noch, sein Handy kaputt zu treten. Tja, Blatt! Ohne Erfolg. By that moment, the special ops guy had grabbed him by his shoulder and laid him down on the soil. Very softly, of course. Very softly. And what we found on site was quite embarrassing. Sie finden eine Plastiktüte mit einigen leeren Bierdosen und anderem Müll aus dem Hotelzimmer der Russen. Ein Versuch, keine Spuren zu hinterlassen. Dazu kommen 20.000 Euro und 20.000 Dollar in bar, in frischen Hunderternoten. In Morinets Hosentasche findet der MIVD eine Taxiquittung aus Moskau. Es handelt sich um eine Fahrt von der Rückseite einiger GRU-Baracken zum Flughafen am Tag der Einreise in die Niederlande. Im Anschluss analysieren die Einsatzkräfte die Geräte der frisch ertappten Hacker und Spione. Eines der vielen Handys, die der MIVD beschlagnahmen konnte, wurde erst am Tag vor der Abreise aktiviert. Der nächstliegende Funkturm ist quasi nebenan der GRU-Baracken. Alles ziemlich entlarvend. Doch der MIVD findet noch deutlich mehr auf den Computern der Männer. Also man stellt fest, als man diese Laptops untersucht hat, dass diese Hackereinheit schon an vielen Orten der Welt unterwegs war. 2016 war Serebriakov mutmaßlich in Lausanne in der Schweiz. Sein Ziel dort war höchstwahrscheinlich die Welt-Anti-Doping-Agentur. Im Skandal um manipulierte Daten von Dopingtests in einem russischen... Oh mein Gott, die Russen Doping-Scheiße! ...im Kontrolllabor hat die WADA... What the f***? Russland herrscht... What? ...Russland für 4 Jahre von allen sportlichen Großveranstaltungen ausgeschlossen. Im Dezember 2017 ist Serebriakov augenscheinlich nach Kuala Lumpur in Malaysia gereist. Dort soll er versucht haben, die malaysische Polizei zu hacken. Die hat zu der Zeit den Absturz der Maschine MH17 untersucht. Ein malaysisches Passagierflugzeug ist über dem Osten der Ukraine abgestürzt. Das Flugzeug wurde von Separatisten im Dienste Russlands mit einer russischen Bodenluftrakete abgeschossen. Und der Parkplatz vor der OPCW in Den Haag wäre auch nicht der letzte Stopp des Teams gewesen. Sie hatten Zugtickets von der niederländischen Stadt Utrecht nach Bern. Dieses Mal wäre das Ziel wohl das Spiez-Labor gewesen. Das Labor hat zu der Zeit ebenfalls das bei Skripal verwendete Gift untersucht. Unvorstellbar. Unvorstellbar, Chat. When you want to have a result very early, very fast, then you have to take some risks. Manchmal ist das für Hacker notwendig, möglichst nah ranzugehen. Da reicht das nicht, einfach E-Mails zu verschicken. Da muss man an die Systeme, die man hacken will, an die Netzwerke möglichst nah ran, zum Beispiel WLAN-Netzwerke oder andere, damit man auch weiß, welche Sicherheitssysteme da implementiert sind. Und manchmal macht es auch Sinn, weil man vielleicht an die Leute rangehen kann, die aus diesem Gebäude rein- und rauslaufen. Wir haben die Hacker die Putzkolonne genannt, weil wir den Eindruck hatten, dass die immer dann tätig werden, wenn irgendwas Wichtiges passiert ist und etwas ist nicht so gelaufen, wie es laufen musste, und dann müssen die halt hinterherräumen. I think they're good, they're very good. But sometimes we are better. Für den MIVD war die Operation ein ziemlicher Erfolg. Normalerweise arbeiten sie im Geheimen. Aber wie sie ein Fancy Bear Spezialeinsatzkommando hops genommen haben, erzählen sie gerne. Richtig gut. Dieses Mal hat der Geheimdienst rund 5 Monate später eine große Pressekonferenz veranstaltet. Und sie geben sogar irgendwelchen YouTubern aus Deutschland Jahre später ein Interview. It took some debate to go public with this operation, but it has to actually do with sending out a message. And the message is more or less, espionage is cool. I think it's the second oldest trade in the world. Hacking is even more cool. So that's no problem at all. We all do it. It takes one to know one. But hack and leak is malign.
Das Fancy Bear Team lässt der MIVD damals gehen und schickt sie zurück in die Heimat. Wohl aus diplomatischen Gründen. Die Putzkolonne sah in diesem Fall ziemlich unglücklich aus. Warum in aller Welt behält man denn so eine verräterische Quittung? Thanks God for the bureaucracy. That's also an item in the Russian Federation. You have to keep your receipts in order to get your reimbursement. Es sind de facto Hacker-Soldaten. Das sind Menschen, die Beamte sind, die gehen in Russland morgens zur Arbeit und haben ihre Aufträge, die sie erfüllen sollen. Keine Kapuzen, keine Mr. Robot-Vibes, feste Abläufe, feste Arbeitszeiten, fiese Chefs, schlechte Kaffeeautomaten. Und das Geld fürs Taxi muss man sich halt später von der Buchhaltungsabteilung zurückholen. Keine mystischen Figuren. Beamte. Sehr, sehr trocken klingt das. Russland bestreitet, dass die vier Männer Spione und Hacker waren. Sie wären einfach auf einem Routinetrip gewesen. Ja, sie haben geguckt, wollten sich gucken an und hatten zufällig eine Autobatterie mit einem Server dabei, der mit einem Laptop verbunden war, um Wi-Fi-Passwörter abzugrasen. Wer kennt sie nicht, die Routinetrips mit der Flachantenne im Kofferraum? Oh ja, blöd. Diese etwas absurde Episode auf dem Hotelparkplatz in Den Haag macht eine Sache so gut, Alter. Deutlich. Man kann Putins Bären abwehren. Das gelingt auch in Deutschland immer wieder. Die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung wurde zum Beispiel erfolglos angegriffen. Oder in Frankreich. Angriffe auf Emmanuel Macrons Wahlkampf 2017 waren ebenfalls ziemlich erfolglos. Und auch die USA haben die Sabotage ihrer Demokratie nicht einfach so über sich ergehen lassen. 2018 setzen sie ein Zeichen. Im Februar des Jahres klagt die US-Justiz 13 russische Staatsbürger und 3 russische Unternehmen an. Sie alle hätten gezielt versucht, das amerikanische Politsystem zu beeinflussen. Kurze Zeit später haut die US-Justiz eine weitere Monsteranklage raus. In der geht es spezifisch um Fancy Bear. Und in diesem Anklagepapier kann man dann nachlesen, wie die Ermittler vom FBI dazu gekommen sind, dass diese Leute wohl für den DNC-Hack verantwortlich sind. Und da tauchen mehrere Namen auf und das sind russische Staatsbürger. Und das FBI sagt, die arbeiten für den russischen Geheimdienst. Die Hacker sind in Russland vor dieser Anklage sicher. Sie werden nicht verhaftet. Aber sie werden große Teile der Welt nie wieder bereisen können. Wir wissen nicht nur, für wen ihr arbeitet, wir haben sogar eure Gesichter und packen die jetzt auf ein Poster, auf dem Wanted steht. Uff. Es ist auf alle Fälle der Versuch zu sagen, hier sind Grenzen, bei denen wir nicht mehr bereit sind, dass ihr die überschreitet. Einer der Männer in dieser Anklageschrift ist besonders spannend für die deutschen Ermittler. Einer von denen soll den Scaramouche, Nickname Scaramouche benutzen und soll auch das Programm VSC.exe programmiert haben. Dieser Mensch heißt Dimitri Badin. Der Mann in Merkels Rechner. Heute ist er 32 Jahre alt. Es gibt Fotos von Dimitri Badin, die auch die deutschen Ermittler haben. Und darauf sieht man einen jungen Mann mit sehr jungem Gesicht, dunkelblonden, heute schulterlangen Haaren. Er stammt aus Kursk in Russland. Der hat eine Frau, er hat wohl eine Tochter. Er hat gelebt in einem Vorort einer Stadt südlich von Moskau. Ja, er hört Rockmusik, er hört russischen Rock und Techno. Das hat er wohl auch während seiner Arbeit getan, denn die Ermittler konnten auch Daten sichern, die darauf hinweisen, dass er das eben genau während er gehackt hat, irgendwie Musik gehört hat und auch Fußballstreams. Alter, how the f- geguckt hat. Er war wohl auch ein Fan von Cristiano Ronaldo, glaube ich. Wie kriegen die das denn raus? Irgendwie ein ganz normaler Typ. Und gleichzeitig einer, der für einen totalitären Staat hackt, um westliche Demokratien zu destabilisieren. Im Mai 2020 hat auch der deutsche Generalbundesanwalt Anklage gegen Badin erhoben. Ich glaube, das ist der... Das haben bestimmt die Niederländer gesagt. Och Gott verdomme, wir wissen sogar wieder, was der für einen Fußballverein hat. Erster Haftbefehl in... No, der hatte Bon und eine Crepe geraucht, während er gehackt hat. In Deutschland aufgrund von... Was? ...staatlichem Hacken. Nach der ersten Anklage in den USA im Februar 2018 hat Putin dem amerikanischen TV-Sender NBC
ein Interview gegeben. In dem Interview wurde er mit den Anschuldigungen konfrontiert. Ich nichts wissen. 13 Russians and 3 Russians. Macht er diesen klassischen russischen so, dieses Lächeln und dann dieses Schulterzucken. Na, das ist nicht wahr. Russian-owned companies have been indicted by a special prosecutor named Robert Mueller in the United States for interfering in our election. Why would you allow an attack like this on the United States? Why have you decided the Russian authorities, myself included, gave anybody permission to do this? If the 13 Russian nationals plus 3 Russian companies did in fact interfere in our elections, is that okay with you? Ist ihm egal, oder? Da mir все равно. I don't care. Ja, Wladimir Putin, Digga. Vollkommen unschuldig, ja? Also, wenn das mit dem Kinderblut nicht stimmt, dann werden wir alle hoffentlich noch dem Ableben von Wladimir Putin beiwohnen können, um das Ganze als Feiertag zu hinterlegen, ja? I couldn't care less. Putins Bären wurden nicht gefasst. Ihnen wurde nicht das Handwerk gelegt. Leider ist das hier keine Geschichte mit einem runden Happy End. Ganz im Gegenteil. Ein paar wenige finale Klicks. Es ist Abend in Austin, Texas. Hier ist es noch der 23. Februar. Dieser Mann ist ein ranghoher Manager bei Viasat. Das Unternehmen bietet Satelliten-Internet an. Das gilt eigentlich als besonders zuverlässig und stellt sicher, dass man auch in abgelegenen Orten eine Verbindung hat. Er will sich gerade auf die Couch legen, als seine Geräte plötzlich mit automatisierten Warnungen überflutet werden. Oh. Sie kommen aus der Ukraine. Dort werden 2 Viasat-Bodenstationen mit schädlichen Datenpaketen angegriffen. Das Internet kommt ja nicht von dem Satelliten, sondern von der Erde und diese Bodenstationen bringen das dahin. Und jetzt sind die plötzlich stark überlastet und so stark überlastet, dass sie nicht mehr das Internet bereitstellen können. Das Voodoo-Bär-Mitglied in Russland ist aber lange noch nicht fertig. Solche Angriffe kann man versuchen abzuwehren. Jetzt passiert aber direkt das Nächste. Internetanbieter haben in der Regel Zugriff auf die Modems ihrer Kunden. Den Zugang brauchen sie, um zum Beispiel die Software der Geräte zu aktualisieren. Gleichzeitig sollte dieser Zugang natürlich extrem gut geschützt sein. Ist er im Fall von Viasat leider nicht. Voodoo Bear hat sich bereits vor Monaten Zugang verschafft. Und sie geben jetzt den Modems in diesem Bereich den Befehl, eine bestimmte Software auszuführen. Und die Modems laden eine Schadsoftware runter, die auf den Modems selber im Prinzip die Zugangsdaten löscht. In Konsequenz können die sich nicht mehr mit dem Netz authentifizieren und können nicht mehr mit dem Netz reden und sind offline. Die Attacke weitet sich aus. Der Topmanager in Seattle starrt auf seinen Bildschirm und kann nicht fassen, was er sieht. 30.000 Modems überall in Europa werden auf einen Schlag zu Elektromüll. Holy shit! In Deutschland gehen plötzlich 5.800 Windräder offline. In einem Dorf in Schweden ist das Internet ebenfalls weg. Viasat hat außerdem einen Großkunden in der Ukraine.
das Militär. Oh mein Gott, Bro. Ein Raunen geht durch Armeegebäude überall in dem Land. Die Kommunikationskanäle werden angegriffen. Und dann kommt der Angriff. Und das ausgerechnet, während sich die Berichte aus den Grenzregionen häufen. Russische Truppen und schweres Kriegsgerät überqueren in Massen die Grenze. Der Krieg, der über Wochen wie dicker Nebel in der Luft hing, ist ausgebrochen. Russland hat eine große Offensive gegen die Ukraine gestartet. Die Eskalation, die all... Russland hat kein Interesse. Und wir können froh sein, dass es kein Interesse hat. Dass Putin kein Interesse hat, wie die westlichen Medien berichten, die Ukraine anzugreifen. Sarah Wagenknecht, 2022. Am 21. Februar. Befürchtet haben, ist da. Die Ukraine erleidet einen brutalen Angriff aus drei Richtungen. Raketen schlagen ein, Befehle werden gebrüllt. Und inmitten des Chaos macht sich die Angst breit, dass die Kommunikation zu Truppen einbrechen, Dashboards offline gehen und Überwachungskamera-Streams zu Schwarzbild werden könnten. Doch das ukrainische Militär war zum Glück vorbereitet. Стосовно впливу цієї атаки на можливість комунікувати і узгоджувати свої дії Збройними силами України, то цей вплив був відсутній, тобто резервного каналу зв'язку для Збройних сил України. І оскільки основний канал продовжував функціонувати, Das ist Viktor Zora, ehemaliger Chief Digital Transformation Officer der SSS-CIP. Das ist die ukrainische Cybersicherheitsbehörde. Zora wurde einige Monate nach unserem Interview aufgrund des Tatverdachts der Untreue aus dem Amt entfernt. Die Behörden verdächtigen ihn und einen anderen hochrangigen Beamten, Software zu einem überhöhten Preis von zwei Unternehmen gekauft zu haben, die angeblich unter ihrer Kontrolle stehen. Seine Aussagen gegenüber uns hat er als offizieller Sprecher der SSS-CIP getätigt. Sehr stabil, das mit einzuordnen, Alter. Sehr stabil, das mit einzuordnen. Der Viasat-Hack war ein extrem effektiver Cyberangriff, der präzise mit dem Einmarsch koordiniert war. Aber für die Ukraine war er dennoch absolut nichts Neues. Die Ukraine ist schon sehr, sehr lange im Fokus russischer Cyberangriffe. Nicht erst seit der Invasion oder dem Versuch der Invasion im Jahr 2022, sondern mindestens bereits seit 2014, seit der Annexion der Krim. Russland hat 2014 versucht, die Wahlen in dem Land zu hacken. 2015 und 2016 hat Voodoo Bear den Strom in Teilen der Ukraine jeweils für mehrere Stunden abgestellt. Zu Beginn des Krieges 2022 hat die Gruppe das erneut probiert, ist aber gescheitert. Putins Bären probieren ihre Strategien, wie Wahlmanipulation, oft zuerst in der Ukraine aus. Deswegen wird die Ukraine auch als das Test-Battlefield Russlands genannt. Der Krieg ist jetzt seit 2 Jahren in vollem Gange und alle Bären mischen mit. Sie greifen staatliche Systeme mit Viren an, aber auch große Unternehmen. Andere Bären spionieren und leaken erbeutete Daten, um Desinformationskampagnen. SS? Der Sicherheitsdienst hieß doch SSS-CUP. Und dann hast du SS mitgenommen? Ich habe mal eine Frage, eine persönliche Frage. Schreibst du SSCIP, Entschuldigung, schreibst du aus politischer Überzeugung das nicht mit Doppel-S? Ich war gerade im kindischen Humor. Digga, Humor ist echt was Subjektives, ne? Anien in sozialen Medien zu befeuern. Doch die Ukraine verteidigt sich auch im Cyberspace augenscheinlich sehr erfolgreich. Das Land hat heute außerdem die Unterstützung zahlreicher westlicher Cybersicherheitsfirmen. Und allgemein macht man ein Kohlekraftwerk ohnehin mit einer Rakete nachhaltiger kaputt als mit einem Hack. Echte Vorteile auf dem Schlachtfeld entstehen viel eher durch Waffen- und Munitionslieferungen als durch kaputte Modems. Aber schon krass der Versuch, ja. Epilog. Züge. Putins Bären sind wie eh und je eine enorme Bedrohung. Einem Kollegen Hakans wurden vor einiger Zeit interne Dokumente der russischen Firma NTC Vulkan zugespielt. Dieses Unternehmen beliefert russische Geheimdienste und das Militär mit diversen Cyberwaffen. Die Vulkan-Files geben erschreckende Einblicke, an was diese Kunden des Konzerns so arbeiten.
Anscheinend beschäftigen sie sich zum Beispiel damit, wie man eigentlich in Gebieten vorgeht, sobald man sie erobert hat. Das sieht dann so aus. Hey, unser Ziel ist es, den Willen eines Volkes zu brechen. Das ist jetzt meine Wortwahl. Und dafür haben wir verschiedene Mittel und Wege. Wenn wir ein Gebiet besetzen, wenn wir es können, zum Beispiel auf der Krim, dann wollen wir, dass die Bevölkerung dort nicht mehr selber entscheiden kann, welche Nachrichten sie aufrufen, sondern nur noch russische Nachrichten bekommen. Abseits davon wird getestet, wie sehr man kritische Infrastruktur unter die eigene Kontrolle bringen kann. Also die testen einfach, ob sie Züge verlangsamen können. Und wer sie verlangsamen kann, kann sie auch beschleunigen. Eins ist sicher. Wir werden auch in den kommenden Jahren immer wieder von den Bären hören. Hoffentlich gelingt es, ihre Köder rechtzeitig zu erkennen und die Türen unserer Demokratien sicher vor ihnen zu verschließen. Denkst du, dass es in Russland besser wird, wenn Putin angetreten ist? Ausgetreten wahrscheinlich. Also ich hoffe darauf, dass jemand danach, nach Putin, wieder jemand kommt wie Jelzin, der einfach gerne besoffen ist. Weißt du? Der einfach gerne. So einer. Wer würde Russland, glaube ich, ganz gut tun gerade. Denn sobald sie einmal drin sind, endet es... Dann tritt Putin ab, wenn er stirbt? Ja, wenn er tot ist. Meist böse. Wahnsinn, was für ein Video. Ehrlich? Wirklich? So, sehr gute Doku auf jeden Fall. Und hier ist der Link zu dem SWR Simply Video, was wirklich sehr krass ist. Sehr, sehr krass ist.